Guten Morgen! Diejenigen, die mich schon länger verfolgen, werden wissen, dass ich seit Beendigung der Hartz IV Challenge Anfang letzten Jahres immer wieder den Wunsch nachkommen wollte, auch endlich ein Buch über diese Erfahrung zu schreiben. Es war mir damals ein Bedürfnis und das ist es auch heute noch, zu zeigen, dass die Umstellung auf eine vegane Ernährung weder kostenintensiv noch was die Nährwerte angeht problematisch ist. Und so begab es sich, dass ich 30 Tage lang wirklich alles auf den Cent genau aufgeschrieben habe damals, was ich an Nahrung, was ich an Trinken, was ich an Nahrungsergänzungen, in dem Fall war das B12 und Vitamin D, gekauft habe. Zur Problematik B12 verweise ich immer wieder auf das aktuelle Video, da ist gar nicht mehr so gesagt, ob wir B12 überhaupt supplementieren müssen. Also ein deutsches Gericht hat zumindest anders entschieden, das Video da oben. Ja, und dann habe ich damals anhand von Nährwerttabellen täglich wirklich die 20 essentiellen Mikronährstoffe meiner Nahrung auch ganz genau analysiert und ebenfalls auch dokumentiert. So entstand dann in den 30 Tagen ein, ja, würde ich sagen, unglaublich detaillierter Erfahrungsbericht. Und ich habe am eigenen Leibe erfahren, wie einfach es ist, sich wirklich vollwertig und preiswert zu ernähren. Und auch das so facettenreich, dass ja, vom veganen Sushi bis zu den selbstgemachten Grünkohlchips eigentlich alles dabei war. Auch habe ich gedacht, bei 140 Euro, also dem Hartz IV Regelsatz für Ernährung, da kann es da eigentlich ja gar nicht möglich sein, dass ich sowas wie teure Superfoods nutze, also wie Chiasamen oder Weizengras, oder dass ich Südfrüchte kaufen kann, wie Kokosnüsse oder Mangos, und dass ich mich auch nicht an leckeren Dingen satt essen kann, sondern Tomatensoße Nudeln essen muss oder sowas. Und all das wollte ich dann eben dann schon lange mal auch in einem Buch zusammen mit generellen Tipps und den Erfahrungsbericht zu einer preiswerten Ernährung zusammenfassen. Dadurch, dass ich ja jetzt quasi auch fulltime die Welt verbessern möchte und davon frecherweise auch noch leben will, frech im Sinne der gesellschaftlichen Auffassung, die den Menschen davor warnt, von dem leben zu wollen, wo man seine wahre Berufung sieht und gefunden hat und man lieber eine gute Ausbildung, einen guten Job wählt, als mit wenig Geld die Dinge zu tun, die man tatsächlich liebt und die sich richtig anfühlen. Und so ein Buch, ja auch immer auch Einnahmen bedeutet, habe ich es nun eben neben den täglichen Videos auch endlich fertiggestellt. Da ich aber nicht die Welt verbessern will, um Geld zu verdienen, sondern Geld verdiene, um die Welt zu verbessern, poste ich auch monatlich weiter offen und ehrlich in meinen Updates, die findet ihr oben in den Infokarten, zum Projekt Raw Spirit meine kompletten Einnahmen und natürlich macht dies auch vor den Einnahmen der Buchverkäufe nicht Halt. Kommen wir nun zum Buch an sich, das ich auch mit diesem Video vorstellen möchte, um Euch auch zu zeigen, was darin enthalten ist. Auf über 100 Seiten, welche nicht mit Grafiken oder mit Bildern gestreckt sind, manch einer mag das vielleicht auch als Nachteil sehen, also es sind keine Bilder oder irgendwelche seitenfüllenden Grafiken enthalten, sondern es ist wirklich nur Text, also nur Information. Da findet ihr im Hauptteil, welcher ca. 2/3 des Buches ausmacht, mein Erfahrungsbericht, mein Tagebuch, wo ich Euch täglich an meinen Gedanken innerhalb des Experiments bezüglich einer preiswerten veganen Ernährung teilhaben lassen und Euch auch ganz genau beschreibe, wie ich die Gerichte zubereitet habe, also wie ich sie gekocht habe. Dazu, wie eingangs erwähnt, die täglich ganz genauen Analysen von eben Geld und auch den Nährwerten. Auf diese Weise werdet ihr wirklich eine ganz große Menge an Gerichten kennenlernen, wo ja wirklich, ich würde schon fast sagen, bis zu 2 normale Personen satt werden, weil wo bis zu 2 normale Personen satt werden, die aber gerade mal zwischen 1 und 2 Euro kosten. Gespickt ist dies alles auch, wenn sich das angeboten hatte, mit tiefergehenden Informationen zu Lebensmitteln oder zu Nährstoffen oder zu Bioverfügbarkeiten und so weiter, ausgehend meiner Recherchen bezüglich der letzten 2 Jahre. Über das Tagebuch hinaus werden sowohl am Anfang als auch am Ende des Buches viele und eigentlich alle wertvollen Tipps und Inspirationen, die ich geben kann, aufgeführt. Auch wie sich gewisse Ansichten während des Experimentes verändert haben und auch wie ich nun die Dinge auch anders handhabe, die werden dann auch aufgeführt. Die konkreten Kapitel findet ihr aber auch alle direkt auf meiner Homepage, die verlinke ich hier und in der Infobox. Ich möchte nur einmal explizit erwähnen, das ist jetzt kein irgendwie so ein Rezeptebuch und auch nicht so ein unpersönliches Rezeptebuch, sondern es ist wirklich ein Erfahrungsbericht mit Rezepten und teilweise auch durchaus kontrovers, was die Betrachtung von der Situation angeht, dass man kein Geld hat.
Ich möchte wirklich mit diesem Buch Menschen inspirieren und Menschen auch motivieren, ihre Gesundheit unabhängig ihrer finanziellen Situation nach vorne zu pushen. Und es ist möglich, ich habe es bewiesen. Und ja, und damit auch zufriedener und entspannter werden. Das Buch kostet 9 Euro und die Abwicklung erfolgt über Digistore. Dort zahle ich pro Transaktion 1 Euro und 15% gehen von den Einnahmen an Digistore. Ich verdiene sozusagen an einem Buch, wenn es über meine Homepage gekauft wird und ich das richtig verstanden habe, 6,80 € und Digistore erhält 2,20 €. Weiterhin nutze ich nicht die Option, dass ihr eure Mailadresse eingeben müsst, um dann den Zugang per Mail geschickt zu bekommen und der Verkäufer, also ich in diesem Fall, dann so hintenrum quasi eine riesengroße Mailliste aufbaue. Ich habe ja aus demselben Grund auch kein Newsletter auf meiner Seite, eben aus dem Grund, dass ich möchte, dass wer Interesse hat, dass ich ihn informiere und inspiriere, zu mir kommt und ich nicht per Mail jemanden ständig darauf aufmerksam mache, dass er ja, dass er meine Seite oder meinen Kanal besuchen soll. Ich möchte einfach wirklich ehrlich das Buch anbieten, meine Erfahrung anbieten, auch die Arbeit, die da drin steckt, und derjenige oder diejenige soll sich das einfach ja, kaufen können ohne Rattenschwanz und Eintrag in irgendeine Mailingliste. Ich will damit aber auch keine anderen YouTuber oder Blogger angreifen, weil es ja eher der Standard ist, diese Mailinglisten zu generieren, um das Business voranzutreiben. Aber ich bin ja, was das Geldverdienen angeht, eher in einer Zwangslage, weil ich ja leider irgendwie doch was brauche, als dass ich nun mit glänzenden Augen mein Business durch die Decke treiben will und von daher ja, auch der, ich hoffe, moderate Preis von 9 Euro, der für mein Empfinden gemessen an der Arbeit und dem doch relativ einzigartigen Experiment, was ich gemacht habe und was in der Detailliertheit, glaube ich, noch nie in irgendeiner Weise im deutschsprachigen Raum dokumentiert wurde, sich wirklich eigentlich sehr fair anfühlt. Und ich würde mich natürlich auch selbstredend freuen, wenn der ein oder andere gerade denjenigen, die der Meinung sind, dass vegane Ernährung teuer sein muss und dass man automatisch irgendwie einen Mangel an Nährstoffen bekommt, ja, dieses Buch einfach auch weiterempfiehlt. Da dieses Buch der ultimative Beweis dafür ist, dass man mit unter 140 Euro genussvoll, vollwertig und vegan leben kann. Und auch, dass Menschen, die eventuell derzeit gerade aufgrund beruflicher Umorientierung tatsächlich im Hartz IV sind, weil das Buch ist natürlich für jeden gedacht, der einfach vegan preiswert leben will, dass diese, die jetzt sozusagen ins Hartz IV gefallen sind, sich nicht runterziehen lassen und geistig wie körperlich an der Situation leiden, sondern diese Zeit nutzen, um seelisch wie körperlich zu gesunden und mit neuer Kraft und mit neuen Elan sich neuen Aufgaben zu stellen. In diesem Buch steckt wirklich eine Message drin und ich denke, das merkt man beim Lesen auch recht schnell. Genau wie ich mich in den täglichen Videos quasi, die ich täglich produziere, mit allem Idealismus in die Thematiken hineinwerfe, ist der Wunsch, den Menschen eine tierleidfreie, gesunde und freudebringende Lebensweise auch mit wenig Geld zu ermöglichen, der Ausdruck dieses Buches. Ich würde mir sehr wünschen, dass jeder Mensch, der aufgrund finanzieller Probleme sich in irgendeiner Weise schlecht fühlt oder dass sich von der Gesellschaft als nicht wertvoll erachtet fühlt, dass er mit diesem Buch genug Kraft, Motivation und Inspiration findet, sich ausgehend von einer gesunden und leidfreien Ernährung wieder komplett zu rehabilitieren und auch durch die Erfahrung in diesem Buch in Zukunft weiß, dass er viel mehr Zeit mit den Dingen verbringen kann, die ihn wirklich zufrieden machen und die ihm richtig erscheinen, als dass er Geld für ein Leben erwirtschaftet, was einen runterzieht. Vegane Welt mit wenig Geld. Der Titel kommt passenderweise zu meinem Grundgefühl direkt von meinen Zuschauern, um genau zu sein von Liebesrind. Danke für deine Inspiration und ich hoffe, dass dieses Buch auch wirklich viel Freude und Lebenslust in die Welt bringt und Trübsal und Depression aufgrund einer Situation des Geldmangels, die sich nur ausgehend von der Gesellschaft als eine negative Situation anfühlt, ja, verdrängt. Den Link zum Buch packe ich direkt unten in die Infobox und ich möchte mich noch bei den beiden Hauptlektoren Uta und dem Alexander bedanken, die ja, mir einen wirklichen Großteil auch der Lektorenarbeit abgenommen haben. Dazu Silke, die immer wieder mich darauf gedrängt hat und erinnert hatte, dass ich das Buch da endlich mal weiterschreiben soll, weil ich hatte immer längere Phasen, wo ich halt aufgrund der täglichen Videos und der Recherchen einfach nicht dazu gekommen bin und Silke hatte halt immer mich dann mal wieder dran erinnert und gesagt, mach doch mal weiter, mach doch mal weiter, das ist eine super Sache. Gut. Und natürlich auch an die vielen kleinen Bemerkungen, an die hilfreichen Hinweise von Freunden, Freundinnen und von Bekannten.
Ich bin wirklich glücklich, dass ich nun endlich das Buch vollendet habe und habe auch bewusst, um den Preis niedrig zu halten und die Umwelt weniger zu belasten, danke Hannah für diesen Hinweis, mich für ein E-Book entschieden. Ich wünsche Euch einen wunderschönen Sonntag und genießt das Leben. Euer Christian. Ciao.